Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tränenfieber hier bei Heisenberg zockt. Guck mal, Cat kommt und Stadler geht. Der Kiss verlässt uns wieder in Richtung Heimatstadt. Da wollen wir doch schnell zusehen, denn mir gefallen hier, wie gesagt, die Weichen. Er schlängelt so schön. Mal gucken, ob er das macht oder fährt er geradeaus? Nein, er schlängelt. Ich glaube, hier schlängelt er gleich nochmal. Ja, und da kommt noch Donald Duck. Ja, wie bestellt. Sehr nett. Mal ganz kurz drehen. Auch der Performance zuliebe ist hier doch ein bisschen weißwasserig, das Ganze schon. Leider, leider. Hier in Friedenweiler. Wahrscheinlich ein bisschen viele Mods hier beim Flughafen. Und da kommt noch ein Zug. Ja, das ist ja... Langsam wird's. Sehr schön. Oh, das ist ja genau der Tränenfieberzug. Den brauchen wir sowieso. Jetzt aber ganz kurz zuerst noch was anderes. Zum Thema Schneemod. Die wurde leider, finde ich, knapp abgelehnt. Zumindest für den Moment. Das heißt nicht, dass die natürlich jetzt für immer weg wäre. Also das Thema. Sondern das ist jetzt einfach mal vorübergehend ad acta gelegt. Ist ja so auch schön. So ist es ja auch nicht. Und dann haben wir noch ein paar Sachen, die wir korrigieren müssen. Da fangen wir doch gleich mal mit dem Zug hier an. Den haben wir uns noch gar nicht richtig angesehen. Wir waren ja nur mit dem Stadler Kiss unterwegs in der letzten Folge. Lasst uns den mal ansehen. Der ist nämlich schon sehr schön. Der hat jetzt aber einen kleinen Schönheitsfehler. Anscheinend. Hallo Donald. nämlich, dass die Lok bzw. ein Steuerwagen hinter der Lok ist. Da hieß es eigentlich einhellig, das macht keinen Sinn. Ich könnte beschwören, wir hatten die Diskussion schon mal in der ersten Staffel, dass ich da das genau so nicht gemacht habe. Also sprich, kein Steuerwagen hinter die Lok und dann hieß es, da gehört ein Steuerwagen hin. Also, aber ich verstehe, dass da kein Steuerwagen hinkommt. Ja, es gibt eigentlich keinen logischen Grund dafür. Deswegen nehme ich den jetzt tatsächlich nochmal weg. Jetzt gucken wir mal. Das hier ist eigentlich ein Depot. Wäre dieses Depot zu erreichen für diesen Zug? Eigentlich ja. Ich wollte gerade sagen, sonst bauen wir ihm hier nochmal schnell ein neues Depot hin. Aber wir schicken den jetzt mal hier rein. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lang. Ist aber sonst auch nicht tragisch. In der Zeit können wir hier natürlich noch ein bisschen zugucken. Das ist ja auch schön. Mir gefällt einfach der Bahnhof hier. Und guck mal, da hinten ist der TEE. Den haben wir uns auch noch nicht angesehen. Das ist ja der dritte Zug dieser Linie. Der steht hier und wartet, bis er in den Bahnhof darf. Auch ein sehr schönes Exemplar, muss ich sagen. Da gucken wir nachher mal noch schnell, wenn der fährt. Jetzt brauchen wir aber zuerst diesen Kollegen hier, damit wir ihn von seinem falschen Steuerwagen befreien können. Auch der schlängelt sich hier natürlich durch. Das ist schon cool, so mit den Wegpunkten, wenn man einen Bahnhof hat, der mehrere Weichen hat, dass die Züge eben, ja, im Prinzip von rechts nach links wechseln im Bahnhof drin. Das ist schon sehr nett. Fährt jetzt der TEE oder kann er noch nicht? Ist noch jemand im Weg? Kollege Cat. Und da kommt schon wieder ein Donald. Heieiei. Entenhausen lässt grüßen. So, der ist hier unterwegs in Richtung Depot. Das passt ja perfekt. Und dann nehmen wir dann den Steuerwagen weg. Wir haben noch zwei, drei andere Sachen, die wir tun müssen. Hier fehlen halt überall noch Sachen, ist ganz klar. Ja, aber Sachen, die wir tun müssen, machen wir gleich. Ja, da fehlt auch noch was. Hier können wir noch Depots hinstellen, Ikea und Co. Ja, das machen wir alles irgendwann. Jetzt wird auf die Frage hin, wann. Kann ich nicht sagen. Ich möchte jetzt erst die Güterversorgung da noch regeln. Und wie gesagt, jetzt haben wir hier noch zwei, drei Korrekturen, die wir machen müssen. So, wir sind angekommen. Also, dieser Steuerwagen hier, der löst sich jetzt in Luft auf. Und dann wird die Linie wieder zugewiesen. Das, oh Gott, wie hieß denn die Linie? Regio, Wotenitz Flughafen. Das müsste die hier sein. Mal gucken, ob er das soweit macht. Ich nehme es mal an. Eigentlich besteht kein Grund, warum nicht. Da kommt er schon raus. Gut. Bestens. Dann haben wir den, glaube ich, jetzt soweit, wie wir ihn wollten. Jetzt gucken wir uns mal nochmal schnell den TEE an. Wobei, den, Moment, den haben wir auch noch nicht so richtig gesehen. Zumindest nicht richtig. Also ohne diesen Steuerwagen. Da gucken wir jetzt doch nochmal schnell hin. Hier mit dem Doppelstockwagen. Sehr schön. So, jetzt müsste aber stimmen. Hoffe ich doch mal schwer. T
TF Regio. Sehr nett. Da hinten schon wieder ein Donald. Sag mal, wie viele Donalds verkehren denn hier? Ich dachte, das wären nur zwei gewesen, aber die scheinen dann doch einen relativ kurzen Weg zu haben. Wo war jetzt gleich nochmal unser TEE? Da unten, da fährt er schon. Da kommt er. Schon auch ein sehr schöner Zug. Und da wartet natürlich der TF-Zug. Die teilen sich ja das Gleis, ist die gleiche Linie. So, schon fährt der zurück. Ja, ich kümmere mich gleich um die anderen Sachen. Ich möchte hier mit Zügen anfangen. Habe ich ja eigentlich auch versprochen, dass wir eben die beiden Züge mal noch genauer betrachten werden. Das tun wir jetzt gerade. Ist ja eh praktisch, wenn die so nebeneinander herfahren schon fast jetzt im Moment. Darfst du jetzt schon? Oder wartest du noch? Nein, wahrscheinlich blockiert ein Donald. Ah, der Cat, okay, der blockiert. Auch nicht tragisch, der wechselt hier halt auch ein bisschen die Gleise. Das ist, ja, wenn man so will, ein bisschen der Nachteil hier an so einem, ich nenne es mal frech weichen System. Die Züge müssen halt immer ein bisschen warten. Aber jetzt kann er fahren. Gut, dann passt das. Jetzt, wenn wir hier... Ne, jetzt muss ich auf meinem schlauen Zettel gucken. Du hast bei der Kieslinie den Rückweg vergessen. Stimmt. Stimmt. Ich dachte mir mal noch für einen Moment, man könnte das auch so lassen. Dann fahren die Züge dort halt durch die Bahnhöfe durch. In Liebenthal und Dreschwitz. Aber das muss ja eigentlich nicht sein. Wir riskieren damit, dass es backt. Würde ich mal behaupten. Das stand auch in den Kommentaren so. Und die Linie wird eher unrentabel. Das ist natürlich auch der Fall. Also, wir wollen von Venusberg Spinnerei zurück nach hier durchs Tunnel durch, nach hier hinten. Dann wollen wir hier anhalten. Nein, nicht. Nein. Hinzufügen. Hier anhalten in Dreschwitz. Interessant ist ja, dass der Zug eigentlich tatsächlich von Wotenitz oder beziehungsweise von Venusberg direkt wieder zurück nach Wotenitz fahren könnte. Also wir haben hier die Weichen so, dass das tatsächlich funktionieren würde. Sonst wäre die Linie, die wäre nicht eingezeichnet gewesen. Die würde nicht funktionieren. So, jetzt hier unten müsste doch, wollte gerade sagen, da müsste doch nochmal ein Bahnhof kommen. Okay. Ja. Passt auch. Halten wir da. Dreschwitz-Liebenthal, doch. Da halten wir an. Und dann geht's hier wieder weiter nach Wotenitz. Das stimmt dann. Liebenthal-Wotenitz. Okay, dann hat die gute Strecke jetzt auch einen Rückweg. Beziehungsweise Rückweg hatten sie. Sie hätten nur nicht in den Bahnhöfen angehalten. Und das werden sie jetzt natürlich tun. Das können wir mal nachkontrollieren, ob das schon angekommen ist. Schön, gerade beim Stadler Kiss. Ich nehme es mal an. Ach, dieses Geräusch. Ja, wobei der ist doch relativ schnell. Also, hältst du hier noch? Das kann sein, dass er das noch nicht übernommen hat. Nein, hat er noch nicht übernommen. Da haben wir jetzt genau... So wäre es, wenn der Rückweg nicht eingezeichnet gewesen wäre. Dann wird er das bei der nächsten Durchfahrt wahrscheinlich in Angriff nehmen. Und da ist nochmal der Schienenbus. Sehr schön. Gut. Nächstes Thema, was wir haben. In Ilschwang benutzen zwei Linien ein Gleis. Ilschwang. Das sollte auch irgendwo hier in der Nähe sein. Ilschwang. Wisst ihr was? Wir machen das ganz einfach. Ilschwang. Gehen wir so dahin. Dann brauche ich nicht suchen. So. Ilschwang Bahnhof. Auch sehr nett. Da ist der Donald und ich glaube, genau um den geht's. Machen wir mal nur sichtbar. Ah ja, tatsächlich. Danke für den Hinweis. Die Dampflok und Donald Duck teilen sich hier das Gleis. Allerdings ziemlich unnötigerweise. Dann gibt es hier einen Wegpunkt. Mein Lieblingswegpunkt, wie immer. Hier. Gut. Machen wir mal hier hin. Und das heißt jetzt für die blaue Linie... Das wäre der Flughafen Express Ilschwang. Die Donalds. Die sollen jetzt neu, bevor sie hier nach Ilschwang kommen, hier lang.
So, okay, und schon hätten wir das Gleis gewechselt. Gut, danke für den Hinweis. Das habe ich nicht gesehen. Oder das war vielleicht am Anfang anders und hat nochmal gewechselt. Ich weiß es gar nicht. Ist auch nicht so ein Drama. Jetzt stimmt es ja hier. Wir gucken nochmal. Nicht, dass die gelbe auch gewechselt hat aus irgendeinem Grund. Nö, das passt. Gut. Bestens. Schön. Die weiße Lady ist auch noch unterwegs. Zwei Gleis. Nein, zwei Linien, ein Gleis. Und dann haben wir nach der Brücke nach Dreschwitz liegen noch Gleise vom ersten Bahnübergang. Das ist jetzt fast ein bisschen wie in einer Korrekturfolge. Das hatten wir ja mal. War das noch in der ersten Staffel oder schon in der zweiten, dass wir eigentlich mal gesagt haben, ich mache so alle 10 Folgen eine Korrekturfolge, damit wir am Anfang nicht immer 5 bis 10 Minuten oder noch länger Korrekturen haben. Aber es gab dann irgendwie keine Korrekturen mehr, zumindest keine großen mehr. Dann hat sich das ein bisschen erledigt und jetzt dachte ich, ja, jetzt müssen wir mal wieder. Also Brücke Dreschwitz, da bräuchten wir dann vermutlich mal Dreschwitz. Das haben wir hier. Jumpen wir gleich mal dahin. So, Brücke haben wir hier. Aber jetzt muss ich nochmal lesen. Nach der Brücke nach Dreschwitz liegen noch Gleise vom ersten Bahnübergang. Nach der Brücke nach Dreschwitz. Hier haben wir Dreschwitz. Wäre kein Drama, wenn hier noch ein paar Gleise rumliegen. Aber okay. Ah, ich glaube, ich habe es gefunden. Okay. Können wir wegnehmen. Danke für diesen Hinweis. Waren das die einzigen, die übrig geblieben sind? Wahrscheinlich. Ja, hier passt das soweit. Gut, ist einfach auch der Optik zuliebe natürlich nicht schlecht, wenn das Gleis da weg ist. So, dann haben wir als nächstes in Liebenthal im Bahnhof. Okay, Städtchen, Liebenthal, hinjumpen. Liebenthal, 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 da wären wir ja. Im Bahnhof bei der neuen Strecke zwei Signale. Liebenthal, Bahnhof. Bei der Strecke im Bahnhof zwei Signale. Aus welcher Richtung? Nee, uns steht nicht. Dann machen wir das anders. Also das wäre die neue Strecke. Da haben wir hier definitiv ein Signal, hier eins da oben, würde ich mal sagen. Und hier haben wir, oh, ich sehe schon. Ich sehe schon, ich sehe schon. Dank. Ups, nein, das sind aber, die gehören nicht zusammen. Moment, Moment. Nicht, dass wir hier was abreißen, was wir brauchen. Mal kurz die Linien aufrufen. Das passt schon so. Dieses Signal ist für diese Linie. Das sieht man ja. So. Und das andere Signal, das halt gleich daneben steht, das ist für diese Linie. Das ist aber ein bisschen knapp, würde ich mal meinen. Das Signal hier, das ist hier, passt doch, was, oder sind das die Schienenbusse? Nein, doch, sind die Schienenbusse. Ach, deswegen ist das hier auch so knapp gesetzt. Hier passt natürlich ein Schienenbus dazwischen, das ist ja kein Ding. Nee, nee, das stimmt schon so. Aber ich muss sagen, ich hatte jetzt auch gerade den Eindruck, dass das natürlich nicht stimmt, wenn die gleich so hintereinander kommen. Ja, das passt. Okay, dann auch nochmal Dreschwitz, nochmal Dreschwitz. Nee, in Liebenthal sind zwei Straßen nicht verbunden. Ort bei der Brücke von der neuen Strecke. Zwei Straßen nicht verbunden. Bei der Brücke von der neuen Strecke. Da. Da ist eine Straße. War die mal verbunden? Habe ich da was abgerissen? Das kann sein. Ich nehme mal an, das ist gemeint. Hier hinten sehe ich keine Brücke mehr. Das könnte eigentlich das Städtchen auch selber machen. Eigentlich. Macht das Städtchen aber offensichtlich nicht. Dann helfen wir hier halt noch. Verbinden wir das. Gut. Okay, hätten wir das auch. Dann in Dreschwitz wurde der Autobahn zur Straße. Was? In Dreschwitz wurde der Autobahn. In Dreschwitz wurde die Autobahn zur Straße automatisch umgebaut. Aha, ja. Da kann ich wahrscheinlich nicht viel. Falsch, da kann ich wahrscheinlich nicht viel machen, denn wenn ich das jetzt ändere, wird Dreschwitz wahrscheinlich gleich wieder ändern. Wenn die Stadt der Meinung ist, dass sie da eine normale Straße wollen und keine Autobahn, dann sind wir relativ machtlos. Ich sehe jetzt. Ah, doch. Hier. Okay. Dieses Stück haben sie wohl geändert. Das lassen wir mal so, denn
sie bauen hier vielleicht. Das ist mir fast lieber, denn das können wir zur Not immer noch abreißen. Zum Thema Autobahn kommen wir ja noch. Ich habe gesagt, wir werden eine Autobahn über die ganze Map machen. Da möchte ich aber auch erstmal die Züge und so weiter haben. Gut, jetzt haben wir es aber, glaube ich, tatsächlich so weit, dass wir alles korrigiert haben, so wie wir es wollten. Gut, dann lasst uns zu den Gütern kommen. Die größeren Städtchen hier, die haben, viele von denen haben noch keine Güter. Zum Beispiel, wir können mal gucken, Friedenweiler. Ja, sehr gutes Beispiel, die haben Güter. wie sieht es aus in Edelack? In good old Edelack? Aha, okay, keine Güter. Was haben wir hier hinten noch? Appleback hat wahrscheinlich auch keine. Nein, okay, dann könnten wir gleich mal die zwei Städtchen nehmen. Ich werde jetzt aber nicht alle Städte mit Gütern versorgen, sonst haben wir 10 Folgen nur noch Güterversorgung. Wir werden jetzt ein bisschen abwechseln, immer nach und nach mal wieder für Güter sorgen. Jetzt ist halt die Frage hier, wie, womit werden wir hier Güter bringen? Einfach 3 Laster irgendwo hin und wieder zurück, finde ich ein bisschen fad. Ich hätte das gerne zumindest bei diesen Städtchen hier, die haben auch große, schöne Bahnhöfe. Klar, wir brauchen hier einen Güterbahnhof. Wir haben hier einen Güterbahnhof. Ah, okay, das ist dann wohl... Wir hätten hier eine Güterversorgung. Genau, aber die funktioniert nicht. Moment, das müsste dann... Ich guck mal, bevor ich was erzähle, was dann nicht stimmt. Ja, ja, das ist von hier hinten kommend. Genau, von unserem Verteilerbahnhof. Und da hinten in der Ferne sieht man hier diese Güterstrecke. Die funktioniert definitiv nicht. Nicht mit den Zügen, die funktioniert nur mit den Lastwagen. Da werden wir auch noch hingehen. Da müssen wir noch mal was machen. Da habe ich jetzt immer ein bisschen gekniffen. Aber bei 700 Millionen kann man da auch mal kneifen. Das, denke ich, ist kein großes Problem. Das heißt jetzt hier aber, wir hätten hier eigentlich Züge und alles. Sollen wir die ummodeln, dass wir die anderweitig benutzen? Aber wir wissen ja immer noch nicht, was wir genau machen. Wir könnten hier Kohle, Erz hier oben. Dann könnten wir Ilschwang noch mitnehmen. Ilschwang hat auch keine Güter. Das wäre eine Möglichkeit. Dann fällt aber Appleback mal fürs Erste weg. Hier könnten wir natürlich auch Kohle, Erz. Und dann hätten wir hier oben zum Beispiel noch so eine Fabrik, ein Stahlwalzwerk. Das könnten wir natürlich auch tun. Wenn wir da oben Stahlwalzwerk haben, könnten wir hier Güter abliefern, mit einem anderen Zug hier runter noch Güter bringen. Da müssen wir dann auf dieses Gleis kommen. Das wäre wahrscheinlich zu schaffen. Ist halt baulich auch wieder. Das ist wieder eine gewisse bauliche Maßnahme, nennen wir es mal so. Aber das ist es halt sowieso, ist ganz klar. Das ist ja auch, das ist Trainfieber. Das ist, was mir taugt. Wenn sich hier die Landschaft auch ein bisschen verändert und die Züge fahren. Sollen wir das jetzt so machen? Hier oben Kohle. Das könnten wir zum Beispiel mit LKWs machen. Bringen die Kohle ja hier runter und klappt das? Mein Gedanke war, hier die Kohle holen, hier nach unten bringen. Nicht, dass das wieder diese 20-Minuten-Regel bricht. Das ist mir fast zu heiß. Dann bauen wir hier wieder was Schönes, was vermeintlich Schönes. Und haben als Ergebnis, dass das Ganze dann nicht funktioniert, weil diese 20-Minuten-Regel nicht greift. Also wenn hier die Laster die Kohle hier runterbringen und sie dann mit dem Zug noch nachher nach hinten gebracht werden muss. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Ich lasse das ehrlich gesagt lieber mal bleiben. Da machen wir was anderes. Zum Beispiel eben hier. Und was habe ich gesagt? Hier oben. Ja, aber wie kommen wir hier mit dem Zug rauf? Da bräuchten wir ein Flugzeug. Oder ein Zeppelin. Könnte man halt auch irgendwie mit Lastern kombinieren. Aber ich habe seit dieser Gütergeschichte da hinten, die ich vorhin gezeigt habe, ein bisschen immer Bammel, dass das Ganze dann halt eben nicht funktioniert. Haben wir denn hier nichts anderes? Öl, Holz. Hier hätten wir Öl. Bräuchten wir irgendwo noch eine Ölraffinerie? Haben wir nicht. Das ist auf der Map wirklich ein bisschen Kreuz mit der Verteilung, was die Industrie angeht. Wir haben überall das gleiche. Öl, Öl, Öl. Und auf der anderen Seite der Map die Raffinerien. Wir haben hier Erz, 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 Kohle, Kohle, Kohle. Und auf der anderen Seite der Map haben wir dann die Stahlwalzwerke. Hier wäre noch so ein Öldingens. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen...
ratlos. Was macht man denn hier am besten? Sollen wir das doch mal versuchen hier? Kostet in dem Sinn ja nicht viel. Wir testen das mal. Wenn es nicht klappt mit der Kohle, dann werden wir das nochmal ändern. Dann holen wir uns die Kohle woanders. Und wir haben genug Geld, um auch ein bisschen zu experimentieren. Also dann gibt das als erstes hier mal ein LKW. Wo haben wir es denn? Da. Ein Cargo-Stopp. Und zwar passt hier so eine Riesenhalle hin? Passt hier eigentlich hin? Die Frage ist, ob das geht mit der Terrain-Angleichung. Hier wird es hingehen. Das steht dann irgendwie halb in der Kohle drin. Ne, steht's nicht. Das würde gehen. Machen wir mal. Versinkt dann ein bisschen. Finde ich aber gar nicht schlecht. Solange es hier nicht allzu sehr hängt. Das tut es eigentlich auch nicht. Ja. Okay, lassen wir so. Gut, also wir holen hier die Kohle. Fahren hier runter. Dann haben wir hier noch ein paar LKWs, die kreuzen. Das ist natürlich auch nett. Und hätten hier dann sozusagen einen Umladepunkt. Mal schauen, ob das funktioniert. Also, wir machen hier mal den hier hin. Wo machen wir dann den Bahnhof? Den Bahnhof machen wir irgendwo hier hin. Oder hier hin, den Bahnhof. Deswegen, ich mache das mal hier hin. Ein hier hin und dorthin. So, also, den hätten wir hier. Jetzt brauchen wir ein Depot. Das Depot machen wir hier unten. Wenn hier unten auch noch ein Bahnhof hinkommt, dann lohnt sich das auch rein optisch. Und als Depot würde ich mal sagen, was passt denn hier zu so einer eher industriemäßigen Anlage? Das ist die Grenze. Hier, M-Logistik, nehmen wir doch dich wieder mal. Dich haben wir schon länger nicht mehr dabei. Hier so an die Bahn. Ich würde mal sagen, das ist gar nicht schlecht. Mal drehen. Ja. Vielleicht noch ein bisschen näher hier. Hier oben. Okay. Gut. Linie. Wir lassen die gleich mal fahren. Dann können die schon ein bisschen arbeiten, solange wir hier am Bahnhof rumschrauben. Also Linien haben wir hier. Neue Linie. Von hier oben. Zack. Nach hier unten. Ganz einfach. Okay, Hohenebra-Abzweig. Das wäre dann Kohle. Sozusagen Kohlezulieferung. Nennen wir doch gleich mal so. Kohle. Zulieferung. Und was ist das jetzt hier unten? Edelack oder Hohenebra? Hohenebra. Okay. Hoheneb muss reichen. Hoheneb, okay. Kohlezulieferung. Hoheneb. Gut. Fahrzeuge. Lastwagen, die Kohle transportieren. Das wäre schon nett hier. So die Fetten, die hier den Berg runterfahren. Mal gucken, hier waren wir schon länger nicht mehr. Ist hier noch was Neues dazu gekommen? Nein, das sind alles die Fahrzeuge, die wir schon hatten. Die müssten eigentlich auch alle funktionieren. Ich werde jetzt... Wow, das sind ja Tonnen. Tonnenweise Fahrzeuge. Okay, das ist alles Holz. Ich werde hier aber doch mal noch ganz schnell speichern. Eisenerz oder Güter, das funktioniert natürlich nicht. Wir brauchen Kohle. Gibt es hier genau nicht. Hier hätten wir Kohle. Nehmen wir den mal. Aber eben. Einfach der Sicherheit zuliebe. Test überschreiben. Jawohl. Besten Dank. Einfach der Sicherheit zuliebe. Es ist lästig, wenn man das Spiel nochmal starten muss. Und teilweise habe ich dann auch Angst, dass die Aufnahme abschmiert, wenn das Spiel abstürzt. Alles auch schon passiert. Deswegen, ja, das klar, das Speichern ändert nichts daran, dass die Aufnahme vielleicht abschmiert. Aber ich muss dann wenigstens nicht die ganzen Korrekturen nochmal machen. Kaufen wir mal. So, Moment. Eisenerz, nein, Kohle. Hier unten war der Kaufen-Knopf, genau. Das funktioniert sogar. Kohle, die sehen auch irgendwie richtig schön schmutzig aus. Wie man sich so einen Lastwagen auch vorstellt. Drei, vier, ich würde mal sagen vier Stück.
gleich 5. Haben wir hier noch einen hier oben. Vielleicht noch so einen zur Abwechslung. Güter, Güter. Auch nur Güter, auch nur Güter. Kohle, Eisenerz. Das könnte ein Durcheinander geben. Dann schnappt er sich hier Eisenerz und fährt das weg. Das möchte ich nicht. Also nehmen wir noch mal einen von hier unten. Nehmen wir doch den mal noch. Wenn er Kohle kann, er kann Kohle, dann darf er Kohle. Linie zuweisen. Kohle. Kohlezulieferung, das war hier. Gut, dann können wir hier zumachen. Lassen wir das Spiel laufen und dann kommen wir zum Kern des Ganzen. Nämlich der Bahnhof. Hier unten ist dann noch fällig. Jetzt schauen wir aber erstmal, wie hier die Fahrzeuge rauskommen. Wir sehen selten genug Lastwagen eigentlich. Es wurde auch gesagt oder geschrieben, machen wir wieder Straßenbahn. Ja. Machen wir alles. Kommt Zeit, kommt Straßenbahn. Ich kann halt leider nicht alles miteinander machen. Wenn ich jetzt Straßenbahn mache, heißt es, wann machst du die Güter? Und jetzt, wo ich Güter mache, heißt es wahrscheinlich, wann machst du den Flughafen? Das machen wir alles. Wir haben ja Zeit. Werden ja noch ein paar Folgen werden wahrscheinlich. Sehr schön hier. Ja, das gefällt mir. Dann haben wir hier ein bisschen Verkehr. Verkehr, der sich den Berg hochschlängelt und der hier sogar die Eisenbahnlinie kreuzt. Passt das hier? Ja, passt. Gut, also, was machen wir? Da kommt schon ein Güterzug. Der gehört allerdings nicht zu uns. Der gehört zu der nicht funktionierenden Linie. Aber das würde ich eben sagen, das lassen wir mal als Schönbau weiterlaufen und sehen es uns dann demnächst mal an. Okay. So, hier hätten wir Erz. Jetzt müssen wir mit der Kohle, die hoffentlich hier runterkommt, und diesem Erz nach da hinten. Das werden wir wie machen. Ich würde mal sagen, hier hinten ist doch eher ein hoher Berg. Das geht so. Oh. Hier rauf könnten wir natürlich auch noch. Das wäre fast näher. Das wäre dann aber halt auch mit LKW. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber jetzt haben wir uns eigentlich entschieden, dass wir nach hier hinten gehen. Wir machen mal den Test, ob das funktioniert. Eben mit dieser 20-Minuten-Regel. Also, das würde heißen, hier ein Bahnhof. Bahnhöfe waren hier. Dann so ein. Das darf ruhig ein relativ mächtiger sein, würde ich sagen. Es reichen aber mal 2 Gleise. Wäre das dann so? Wir müssen die noch gruppieren können, das darf ich nicht vergessen. So steht er natürlich relativ ungünstig, da kommen wir vorne mit den Schienen nicht mehr raus. Wir müssen den schon so haben. Die Straße können wir ja nachträglich noch machen. Ich frage mich nur, ob das zum Gruppieren noch reicht, wenn wir das so machen. Und da vorne die Straße, die wird weichen müssen, sonst kommen wir mit dem Gleis nicht durch. Na? Ging doch gerade noch. Ich möchte halt möglichst nah ran, damit ich da wirklich noch vernünftig kopieren kann. Jetzt. Mal testen. Okay, eine Straße dazu. Das habe ich fast vermutet, dass wir hier dann nicht mehr schön dran vorbeikommen. Aber ich möchte hier sowieso eine andere Straße. Nämlich die hier. Also eher ein Zubringer. So, jetzt. Kopieren. Abstand zu groß. Ich hab's gewusst. Ah, ein Elend. Da muss ich, weil es einfacher ist, nehmen wir den hier nochmal weg. Mal gucken, ob der noch angenommen wird. Hier könnten wir es mit Sicherheit gruppieren. Machen wir den doch hier hin. Die Frage ist, ob das dann da noch funktioniert. Mal gucken. So, das hat soweit mal geklappt. Wie sieht jetzt hier der Fahrplan aus? Okay, das wurde übernommen. Wir lassen laufen. Dann passt das. Jetzt bauen wir aber hier vorne noch eine Brücke oder irgend sowas in die Richtung.
Sonst kommen wir da mit dem Gleis nicht raus. Das ist relativ klar. Ich werde es jetzt einfach mal, weil ich ein bisschen doof bin, versuchen. Es würde sogar gehen. Guck mal. Tatsächlich. Okay. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Aber ich würde sagen, mal mit Strom. Wir nehmen aber die alten Gleise. Das gibt keine Hochgeschwindigkeitsstrecke, sondern eine Güterstrecke. Machen wir mal. Dann haben wir da halt eine gewisse Absenkung. Ja, dann kommen wir hier nicht raus. Okay, egal. Kein Drama. Sondern wir gehen hier raus. So, hier können wir vielleicht noch einen Prellbock oder irgendwas hinstellen. Oder das anders machen. Im Moment brauchen wir das Gleis ja nicht zwingend, sondern wir brauchen hier zweispurig. Die hat schon einen witzigen Sound hier, die Lok. Klingt tatsächlich ein bisschen nach Modelleisenbahn. Sollen wir hier anlegen? Dann hätten wir hier noch ein kurzes Stück. Viergleisig. Wobei, ja doch, können wir eigentlich. Dann gehen wir hier rüber weg. Machen wir mal. Okay, nehmen wir mit. Haben wir denn hier auch die... Nein, hier haben wir sogar die schnellen Gleise. Die hätten wir hier natürlich auch nicht gebraucht. Nicht für diese Züge, die hier fahren. So, dann gibt das hier eine Kurve. So, da wäre ich wieder. Ich muss den kurzen Schnitt machen. Nein, nicht weil das Spiel abgestürzt ist. Das macht es ja zum Glück selten im laufenden Betrieb, sondern nur wenn ich halt Züge lade, die kaputt sind. Sondern es kam ein wichtiger Anruf. Das gibt es halt auch manchmal. Da musste ich unterbrechen. So, jetzt sind wir wieder hier. Hatte ich hier nicht mit einer Kurve aufgehört? Wo ist denn die Kurve hingekommen? Die Schanze dafür, die steht schon mal. Aber ja, ist ja egal. Aber irgendwie habe ich vor lauter Schreck die Kurve wieder abgerissen. Die stand doch. Aber naja, wir machen Strom, wir machen Schiene. Ich musste das Spiel noch beenden. Deswegen stimmen hier die Schienen nicht mehr. Deswegen muss ich das ändern. Nö, das muss was anderes sein hier, dieser Knubbel. Das geht ja so gar nicht. Das war von einer Weiche. Wo wollten wir denn da hin? Nach da hinten wahrscheinlich. Wohin sonst? Also, wir machen jetzt hier eine Kurve. Das hat mich jetzt ein bisschen hier völlig irritiert mit diesem Knubbel da, der da so raussteht. Da haben wir 70. Ich würde sagen, wir erhöhen. Wobei, wir sollten hier vielleicht hier rüber dann. Nicht, dass wir... Oder machen wir hier eine Brücke? Nein, 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 nein. Würde ich nicht, würde ich nicht. Ich würde hier oben rüber, wenn es irgendwie geht. Mal gucken, wenn wir es weiterziehen. Er macht hier eh schon eine Brücke. Vielleicht die alte Steinbrücke. Wo war die gleich nochmal? Hier unten. Wird dann doch ziemlich brückig. Das Problem ist, wenn wir es aufschütten, das ist mir dann doch ein bisschen zu heftig. Können wir das anders lösen, indem wir hier früher rübergehen vielleicht? Wir können es ja nochmal abreißen. Ist ja auch kein Ding. Ist ja nur dieses kleine Stück. So, wenn wir jetzt die Kurve eher machen. Genau, und wir dann ein bisschen den Berg entlang gehen. Da können wir auch bis 100 km/h sogar. Aber kurz danach wird er dann hier wahrscheinlich doch eine Brücke wollen. Wir bauen das mal. Ja, nicht mal. Okay, geht ohne Brücke. Mit dieser Aufschüttung. 120, das ist auch okay. Und hin wollen wir dann. Wo wollen wir denn dann hin? Hier nach Appelbeck, nach da oben. Da haben wir hier tatsächlich schön Platz. Ich würde jetzt den Güterbahnhof hier hinten machen, bringt nichts. Wir müssen ja erstmal Kohle und Erz nachher hinten bringen. Also kommt der Bahnhof hier hin. Und die Geschichte mit den Gütern, die übernehmen dann hier Lastwagen. Für die kurze Strecke macht das, glaube ich, keinen Sinn. Das geht sowieso nicht. Da müssen wir einen zweiten Güterbahnhof hinstellen. Und ja, eben für so eine kurze Strecke würde ich sagen, nein. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir müssen jetzt hier erstmal noch nach da unten kommen. Das könnte hier eh noch ein Kunststück werden. Das gibt wieder so eine Art Bergstrecke. Wenn wir jetzt hier rüber gehen und hier wieder runter, dann sind wir da auf der falschen Seite. Müssten hier mit den Gleisen kreuzen. Oder hier unten, das ist ja dann egal. Ich baue jetzt mal dieses Stückchen. Was wir haben, das haben wir. Wir nehmen gleich mal Gleis Number 2 auch mit. So. Dann hier um eine Kurve rum. Ich finde die Schienen irgendwie cool. Wenn man immer nur mit den Hochgeschwindigkeitsschienen arbeitet sozusagen, dann merkt man wieder, dass irgendwie die Schienen hier eigentlich auch relativ nett sind. Diese wirklich sehr dunklen.
So, jetzt wären wir hier auf der Anhöhe sozusagen. Mal gucken. Wenn wir hier weitergehen und ein bisschen runter wollen. Ja, dann kommen wir hier zur Brücke oder zur, zur Aufschüttung des Jahrtausends. Ich glaube, das sieht dann auch mit Steinbrücke nicht mehr sehr edel aus. Nee, wir verdecken auch das ganze Tunnel und wir kommen dann auch noch nicht wirklich runter. Ja, das ist es irgendwie auch nicht. Okay, dann ziehen wir es mal noch hier ein bisschen weiter hier rüber. Was haben wir für ein Tempo? Immer noch die 120. Dann fahren wir hier entlang. Das Problem ist einfach, wir kriegen irgendwann dann wieder ein Problem mit der Zeit. Wenn hier die LKWs runterdüsen müssen, hier Kohle abladen, ja, dann hier aufnehmen, dann fahren. Ich weiß nicht, ob das reicht. Aber es ist sowieso so, ich habe da vorhin noch was eigentlich Falsches gesagt. Die LKWs, die können noch nicht arbeiten. Die fahren zwar, aber hier wird noch nicht viel passieren. Nein, Moment, nicht bauen, nicht möglich. Nein, hier kann noch nichts passieren, denn die fangen hier erst an zu arbeiten, wenn wir einen Abnehmer haben für die Kohle. Und den haben wir im Moment nicht, der ist noch nicht ersichtlich. So, dies nur als kleine Korrektur. Ist ein Detail, aber ich wollte es doch nochmal noch schnell erwähnt haben. Was ist denn wohl erwähnt? wenn wir jetzt hier... das gefällt mir nicht. Wir kommen hier bis ans Ende der Welt dann mit. Eben, und dann kriegen wir ein Zeitproblem. Ich sehe das schon kommen. Ich baue es jetzt mal. Wir sehen das mal als kleine Teststrecke an. Hier gibt es eine Brücke. Das könnte man je nachdem sogar machen. Das sieht vielleicht sogar noch nett aus. Irgendwie zieht es mich zu dieser Steinbrücke hier. Wobei ein Güterzug... Nee, ein Güterzug ist eher so. Würde ich meinen, massiv. Sollen wir das so machen? Was passiert denn, wenn wir es aufschütten? Dann passiert gar nichts. Außer, dass es nicht funktioniert. Okay. Bauen wir mal. Mal gucken. Gleis Nummer 2 haben wir hier. So, mitnehmen. Und jetzt wieder Daumen drücken, dass wir hier rüberkommen. Ja. Perfekt. Gut. Dann wären wir jetzt hier hinten. Wir wollen aber eigentlich nach hier durch, hier oben durch. Wenn ich jetzt hier so eine Kurve mache. Na, das geht nicht. Hier nochmal geradeaus und dann hier mal langsam runter. Das ist jetzt alles nur ein Test. Ja, nee, das kann nicht gehen. Ja, mit so einer Brücke kann es gehen, aber nein, möchte ich nicht. Wenn wir so runtergehen, haben wir da wieder ein bisschen Brücke. Okay. Gehen wir ein bisschen höher. Ja, wir gehen jetzt den Berg entlang. Ihr habt wahrscheinlich schon lange gedacht, anders geht's nicht. Wir kommen sonst hier nicht wirklich runter. Also ja, eben mit Brücke, aber das möchte ich ja nicht wirklich. Okay, nehmen wir mal 120. Verbinde das hier mal aus luftiger Höhe. Okay, aber nochmal schnell gucken, sicherheitshalber. Passt. Und jetzt sind wir immer noch gleich weit. Wir sind immer noch nicht unten. Wenn ich hier mal so runtergehe, über die Straße rüber. Ja, aber da muss ich sagen, das finde ich jetzt gar nicht mal mehr so übel. Moment. Da hat es eine Stelle gehabt, bei der das sogar gehen würde. Das ist hier aber heikel. Boah. Okay, so wird es gehen. So was Ähnliches haben wir auf der anderen Seite auch schon. Oh, aber das macht natürlich dahingehend nicht viel Sinn, dass wir hier mit der bestehenden Linie ins Gehege kommen. Und hier kommen wir nicht auch noch rüber. Das würde mich wundern. Höher kann ich nicht, doch. Bringt aber nichts. Wow, so wird's gehen. Das ist ja... So wird's auch gehen. Und so wird's gleich auch gehen. Geht eigentlich nur mit der nicht. Geht das mit der überhaupt nicht oder geht es nur in der Position nicht? Wir wären hier dann natürlich nicht schlecht. Dann könnten wir hier rauf und könnten hier vielleicht noch, ja nicht nur vielleicht, wir könnten hier schön noch ein bisschen durch die Stadt durch mit dem Güterverkehr. Das wäre eigentlich auch sehr nett. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt hier oben diese Brücke. Dann machen wir ein bisschen Abwechslung und nehmen hier eine andere. Unter anderem auch deswegen, weil nur die gehen.
Also, oh, die Steinbrücke würde auch gehen. Aber nee, das sieht gar nicht nett aus. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir aber auch nicht. Das gefällt mir wie auch nicht wirklich. Und wie es dann hier mit dem zweiten Gleis aussieht, naja. Ja, irgendwie, nein. Wenn wir es dann doch so machen, das ist wieder die Qual der Wahl. Was sieht am besten aus? Was macht noch Sinn? Was macht keinen Sinn? Hier könnten wir natürlich auch runter, dann wären wir hier hinten. Dann müssten wir hier rauf und dann müssten wir hier irgendwo kreuzen. Also hier rüber müssen wir sowieso. Macht das Sinn, wenn wir dann hier hinten sind? Nein, ich denke, diese Brücke hier quer rüber, die macht fast am ehesten Sinn. Also die hier. Ich würde das glatt mal so machen. Aufschütten können wir in dem Sinn nicht. Nee, das wäre auch ein kleineres Wunder gewesen. Dann nehmen wir aber die hier. Oder sollen wir die wieder mal nehmen? Die haben wir auch schon lange nicht mehr. Ja, wir nehmen mal die. Boah, was für ein Konstrukt. Und hier unten die Züge durch. Jetzt möchte ich aber doch noch schnell wegen den Pfeilern gucken. Was sieht denn hier am besten aus? Bei der Bahn selber. Also bei der Strecke selber, meine ich. Ja, ja, nein. Ist schon, ich würde sagen, die hier. Die nehmen wir mal. Können wir noch ein bisschen runter? Nein? Okay, dann bleiben wir oben. Wir müssten dann hier, ach, das sollten wir schaffen, hier über die Straße rüber, das müsste gehen. 1,17 Millionen. Wir kaufen das mal. So, jetzt hier rüber und aber mal mit maximalem Gefälle. Das funktioniert sogar. Okay, mit Brücke funktioniert es wahrscheinlich wieder nicht mehr. Doch, geht. Okay, aufgeschüttet geht es natürlich nicht. Hier haben wir Straße. Und das ist mir fast ein bisschen zu krass. Wenn wir es so machen, ist fast immer noch, also von der vom Gefälle her ist es mir fast ein bisschen zu wild. Gefällt mir so fast besser. So haben wir nicht dieses Gefälle, so ist es gerade. Das ist doch eigentlich relativ nett. Ich mag solche Brücken. Da, ja, die machen eben auch Sinn. Hier ist Gleis, hier ist Straße. Kaufen wir mal, würde ich sagen. Was meint ihr? Gönnen wir uns das Stück? Das Stück gönnen wir uns. Okay. Gönnen wir uns noch ein zweites Gleis da drauf? Ich glaube nein. Also gönnen würden wir es uns. Es wird sich wahrscheinlich nicht machen lassen. Wir lassen uns mal überraschen. So, ich brauche hier ein bisschen Gleis dazu, damit ich gucken kann, ob wir das zweite Gleis rüber. Das kriegen wir nie rüber. Das muss ich eigentlich gar nicht versuchen. Das kann eigentlich gar nicht gehen. Nicht mit einer Kurve drin. Das würde mich jetzt sehr, sehr wundern. Das gibt Pfeilerprobleme. Ja, ja, Brückenpfeilerkollision. Das kann fast nicht funktionieren. In die Richtung. Es wäre genauso erstaunlich, wenn es gehen würde. Geht's auch nicht. Okay, dann wird es hier eingleisig. Das lässt sich nicht verhindern. Und nach der Brücke dann aber wird es wieder zweigleisig. Da gucken wir gleich. So, okay. Hier eingleisig mit dem Zug rüber ist schon eine gewagte Konstruktion, würde ich mal sagen. Hier gibt es eine coole. Ich ziehe es mal weiter. Hier ist eine Kreuzung, da kommen wir nicht rüber. Hier würden wir rüberkommen und dann gleich in den Tunnel reingehen. Ibaba, und da macht es wieder irgendwie schon wieder so Löcher. Muss da anders gehen. Straße abreißen. Wäre wahrscheinlich eine Idee, hier oben die Straße neu verlegen. So, in die Richtung. Ich ziehe das jetzt mal eingleisig hier rauf. Ach, das geht. Habt ihr gesehen? Das geht tatsächlich doch. Okay, da muss man nur drohen. Dann funktioniert das auch. Jetzt möchte ich hier nicht unbedingt in den Tunnel rein. Ja, wenn es unbedingt sein muss, okay. Das sind ein paar Meter. Die gönnen wir uns noch. Dann haben wir hier nochmal ein schönes Bergtunnel neben dem Städtchen. Okay. Zweites Gleis rausnehmen. Das werden wir abhängig machen, würde ich sagen, hier vom Bahnübergang. Wo wir das setzen. Also das müssen wir hier nehmen. Hier geht's auch. Okay, das heißt, wir gehen rechts raus mit dem Gleis hier unten. Das wäre dann schnapp hier.
120, 92, das ist okay. Und dann gehen wir hier tatsächlich, zack, durch die Stadt durch. Hier ins Tunnel rein. Da kommt wieder die Gretchenfrage. Die wird aber mit Ja beantwortet. Sehr schön. Schnappen wir uns das hier noch. Passt das? Doch. Ah, ich glaube, jetzt habe ich aber hier den Bahnübergang noch vergessen. Dann werden wir den doch noch schnell installieren. Mal einmal den hier. Und hier unten wahrscheinlich dasselbe. Wow. Okay, das ist allerdings dann eher für Selbstmörder. Da möchte ich mal gucken, wie da ein Bus runterkommt. Das sieht bestimmt witzig aus. Ich glaube, wir haben hier hinten aber noch keine Busspur. Also noch keine Buslinie. Das müssten wir mal noch machen, damit wir sehen, wie ein Bus runterkommt. Das kann nicht gesund sein. Aber das sieht bestimmt cool aus hier. Der Güterzug durch, das gefällt mir jetzt schon. Gut, dann fehlt hier noch L Bahnhof. Aber ich würde sagen, wir belassen es mal bei dem für heute. Und dann haben wir für die nächste Folge was Schönes zu tun. Nämlich hier einen schönen Güterbahnhof hinstellen und dann mal gucken, wie wir die Güter an den Mann bringen. Hier mit Lastwagen und wir wollen ja aber auch noch nach da unten Edelack. Das werden wir wahrscheinlich dann doch eher mit dem Zug machen von hier aus. Und ja, wow, was für ein Monument hier. Das ist schon ein krasses Ding. Aber ich denke, am Ende der Map hier, so, da kann man das auch mal machen. Gut, okay, ich suche irgendwas, was fährt. Wie immer, da fährt was. Sehr schön. Gut, da gehen wir gleich mal runter und ich danke euch fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Danke fürs Zusehen. Tschüss.